Plötzlich kommt eine Meldung. Content ID, Urheberrechtsverletzung. Diese Meldung Content ID kann es nur geben, wenn der Autor, Musiker, Musikerin, Künstler seine Musik auf YouTube monetarisiert hat oder wenn jemand die Musik einfach kopiert und geklaut hat und unter seinem Namen monetarisiert auf YouTube veröffentlicht hat. Ihr seid euch aber sicher, dass hier keine Urheberrechtsverletzung vorliegt, denn ihr habt eine Lizenz erworben oder ihr habt das Einverständnis vom Urheber bekommen. Ich zeige euch jetzt hier, wie ihr einfach einen Einspruch einlegen könnt. Parallel informiert uns über die E-Mail kontakt@musikbrause.de, dass wir parallel Schritte einleiten können. Das andere Video, das ja die Content-ID beansprucht, verletzt ja unsere Urheberrechte. Einspruch bei Content-ID, unberechtigter Urheberrechtsclaim. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt und wissen wollt, welche Videos von euch betroffen sind, geht auf euer Dashboard in YouTube, wie auf der Folie hier, und sucht bei allen Videos nach dem Stichwort Urheberrecht. Dann klickt ihr hier wie in der Folie bei dem obersten Video auf den Punkt Urheberrecht und dann auf Details. Hier ist es zum Beispiel ein anderer Song mit einem anderen Künstler. Dann klickt ihr ganz rechts unten auf die drei Punkte und wählt Einspruch aus. An diesem Punkt wählt ihr Lizenz aus und ich als Autor wähle dann Originalinhalte aus. Parallel kopiert ihr euch den Namen von dem Musikstück, das ihr von der Musikpause verwendet habt. In einem neuen Tab geht ihr auf safecreative.org/search und kopiert den Namen dort in das Suchfeld. Falls ihr das Musikstück nicht findet, dann meldet euch bitte bei uns. Ihr klickt dann hier bei dem Songtitel auf i und kommt dann auf die Songseite. Ihr seid nun auf der Zertifizierungsseite, wo die Zertifikate auch hinterlegt sind, und kopiert euch die URL. Nun geht ihr wieder auf den Tab, wo ihr den Einspruch generiert habt. Hier kopiert ihr die URL von safecreative.org rein und fügt noch den Songtitel dazu. Dann alle Haken bestätigen und euren Namen drunter und absenden. Innerhalb von 30 Tagen Frist sollte nun der Anspruch verschwinden. Falls ihr noch Probleme habt, meldet euch gerne bei uns unter der E-Mail kontakt@musikbrause.de. Wir sind dankbar für alle Informationen über Urheberrechtsverletzungen angebliche und gucken, dass die falschen Ansprüche verschwinden. Euch noch weiterhin viel Spaß mit der Musik von der Musikbrause.